Ist E-Sport tatsächlich Sport? Würde man diese Herrschaften hier befragen, würden das sicher alle bejahen. Der Trend ist längst angekommen in der Jugend, aber ist das auch Sport? Darüber wurde heute im Magdeburger Landtag heftigst debattiert. Also das ist kein Sport. Also ich empfinde, es hat schon sportliche Elemente. Warum eigentlich nicht? Für mich ist es eindeutig Sport. Die Meinungen gehen also auseinander und das ist auch Absicht. Ist E-Sport Sport? War nur ein Thema von dreien, auf das sich die Teilnehmer vorbereiten konnten. Pro und Contra wurden fleißig ausgetauscht. Denn genau darum ging's beim Landesfinale Jugend debattiert. Eine Jury bewertete, aber was eigentlich genau? Die Jury achtet auf vier Kriterien. Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. Gesucht wurden die besten Redner. Auf der Metaebene geht es um die Erziehung eines mündigen Bürgers. Der Bundeswettbewerb ist da seit 2001 an den Schulen in Deutschland ein probates Mittel. Die Schüler hier lieben es und nehmen für sich auch richtig was mit. Also sich angebracht auszudrücken ist ja generell überall wichtig, auch jetzt mit Freunden und so weiter. Das ist ja immer wichtig, dass man so einen guten Punkt da trifft. Und das, denke ich mal, hilft mir sowohl menschlich als auch beruflich. Er war heute der Beste in der Sekundarstufe 2, Fabian Erler, Zwölftklässler von der Europaschule Walter Rathenau aus Bitterfeld-Wolfen. Er darf jetzt zum Bundesfinale Mitte Juni in Berlin. Ein bisschen fühlt man sich dann schon wie ein Politiker dann auch, also wirklich vor so vielen Menschen, ich weiß nicht, also wenn man in der Schule einen Vortrag hält, dann hält man vor 20 Leuten vielleicht alle, die man kennt, und hier waren so viele Menschen da. Es war natürlich eine neue Erfahrung, aber im Nachhinein muss ich sagen, danke, dass ich die machen durfte. Ist E-Sport nun aber Sport? Darüber wurde am Ende im Magdeburger Landtag auch noch abgestimmt. Die meisten jungen Leute hier sagten nein. Das Ergebnis war aber ohne Wert. Der Trend wird kaum noch aufzuhalten sein. Bei den Asienspielen 2022 ist E-Sport fester Bestandteil des Programms.